Hallo Leute, Dampfwolke 7 hier. Oh, hinter den Nebelschwaden. heute ein Review zu einem Sieb Selbstwickelverdampfer. Der Stormrider in der Version 2.1. Der wird von Steamboy hergestellt und vertrieben. Und ist eigentlich ein recht schönes Gerät. Hat eine recht eigenwillige Optik. Und ich würde sagen, wir wechseln mal eben in die Detailansicht. Dann können wir uns den mal aus der Nähe angucken. Wickeln den mal eben zusammen. Und schauen uns das Gerät mal genau an. Also heute auch wieder dranbleiben. Spannend. So, hier haben wir auch schon mal den Lieferumfang. Das Ganze kommt in so einer kleinen Kiste. Bestellt hatte ich das bei hoppala, eti.cz. Da ist noch hier so eine schöne kleine Karte bei von Steamball, wo auch nochmal die Seriennummer entsprechend vermerkt ist. Und ja, das ist ein Echtheitszertifikat. Da gehen ja, sag ich mal, viele Hersteller oder Modder auch inzwischen zu über, dass sie halt entsprechend auch nochmal die Echtheit des Gerätes damit herausstellen. Ist hier so ein schöner Prägedruck mit dem Steamboy-Logo. Ja, ist ganz nett gemacht. Die Kiste ist ausgelegt, hier auch noch mit so Holzspänebändern. Also eigentlich recht nett gemacht. Gut, dann holen wir die Teile hier mal raus. Dann gehen wir dann mal ins Detail und schauen die uns genauer an. Wir haben zum einen hier erstmal die Verdampfer Base. Ja, die hat hier oben zwei recht große Löcher. Also eigentlich ist der gedacht, auch um U-Weg da drauf zu machen auf dem Gerät. Wir haben in der Mitte den Pin, der den Pluspol darstellt. Ihr seht hier unten so die rote Isolierung. Und wir haben auf beiden Seiten auch noch Befestigungsschrauben jeweils für die Masse. Seitlich angebracht haben wir hier erstmal zwei O-Ringe. Hier oben ist ein Gewinde, da wo die Kappe drauf geschraubt wird. Der obere O-Ring hier ist eher dafür da, dass man die Kappe so ein bisschen ausrichten kann vom Luftloch. Der untere O-Ring ist für den Tank, um den Tank abzudichten. Das ist aus einem Teil gedreht hier, wie man sieht. Ja, also ist ziemlich schön gemacht. Und wir haben hier unten einen Pol, der ist nicht verstellbar. Das heißt, so wie er da drin ist, ist er zu nutzen. Der steht auch sehr weit raus, aber dafür ist das Gewinde recht kurz. Also bis jetzt passte das eigentlich überall drauf. Wir sehen hier noch so eine Lasergravur auf der Seite. Da steht dann Steamboy und die Seriennummer. In dem Fall hier ist das die 9092. Ja, der Tank. Das ist ein, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, das müsste ich vielleicht nochmal das Video schreiben. Das sieht aus wie Makrolon, was abgedreht wurde. Es hat so ein bisschen eine bauchige Form, so ein bisschen rund. Das finde ich sehr schön. Und ist leicht matt, aber sobald Flüssigkeit drin ist, wird er durchsichtig. So, da klingelte das Telefon. Kommen wir zur Top Cap. Die besitzt zwei Elemente. Natürlich erstmal die Kappe mit diesem wirklich, wie ich finde, sehr hübschen Design hier. Also es ist so geriffelt. Gibt so eine kleine Pyramide. Und wir haben hier unten noch diesen Ring. Den kann man drehen. Und kann somit, hat man eine Air Control für das Loch. Das ist ein recht kleines Loch, aber es ist eigentlich recht ausreichend. Was man bemerken muss, es ist ein bisschen unsauber gebohrt. Also es war von der Innenseite her, ist es noch nicht so richtig entgratet gewesen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da sind noch so leichte, na, kriegen wir das mal rein. Noch so leichte Fussel dran. Da muss ich also noch mal ran. Das ist wohl so auch bei anderen. Das ist hatte mich jemand gefragt, kurz nachdem ich das erste Bild von dem gepostet habe, und sind die Löcher immer noch so gebohrt? Ja, ist scheinbar immer noch so. Ein recht kleiner Verdampferraum, was jetzt nicht unbedingt immer nachteilig sein muss. Also in dem Falle kommt echt gutes Flavor raus. Wir haben hier oben die Aufnahme für den 510er-Anschluss. Die ist recht breit und tief gefasst. Da passt zum Beispiel auch wunderbar das Pileo-Strip-Tip drauf. Gut. Machen wir den Fokus an. Ja, wickeln. Wickeln ist eigentlich recht einfach.
Ich betreibe den aktuell als Single Coil. Man kann natürlich auch eine U-Wick machen oder halt auch, das kannst du als Dual Coil betreiben. Das ist jetzt hier schon gebraucht. Das ist ein Edelstahlseil und im oberen Bereich des Edelstahlseils, ich glaube, das sieht man hier recht gut, habe ich eine ESS-Schicht übergebracht, einmal drumherum gewickelt und diese oxidiert. Der ist schon gebraucht, deswegen kann man den, glaube ich, jetzt ganz gut auch einsetzen. Wir werden da, glaube ich, nicht viele Probleme mit Hotspots haben. Finde ich eh ganz schön am Edelstahlseil. Das hält, glaube ich, ewig. Wenn man das einmal auf die richtige Länge zugeschnitten hat, kann man das immer wieder verwenden. Und die Nachflusseigenschaften sind schon recht gut. Gut. Das stecke ich dann auch ganz einfach in eine von den Öffnungen hier rein. Also wir können das erst wickeln, das macht es, glaube ich, einfacher. Können wir auch mal vor der Kamera versuchen. Ja. Das ist natürlich immer wieder ein bisschen schwierig. Ich gucke mal, dass ich den Fokus so ein bisschen hinkriege, dass ihr seht, was ich hier mache. So. Also ich habe hier einen Kantal, das ist ein 30er Kantal. Den werde ich jetzt so viermal drum wickeln. So, und habe dann hier die Wicklung drauf. Das muss auch nicht so schön sein, das richten wir dann gleich aus. Wenn der Draht ein bisschen zu sehr, sag ich mal, sich wieder zurückbiegt, könnt ihr den vorher auch mit einem Gasbrenner abbrennen. Dann verliert er so ein bisschen an seiner Spannung und ist so ein bisschen vorgealtet und lässt sich natürlich einfacher wickeln. Gut, das Röhrchen bringe ich dann in das eins von den beiden Löchern, die ich hier habe, ein. Das ist hier ein bisschen schwierig, weil das unten so ein wenig ausgefranst ist. Das ist so, wenn ihr das mit einem normalen Seitenschneider schneidet, kann es schon mal passieren, dass das halt so ein bisschen Spannung kriegt. Und dann werden die Fransen hier unten so ein bisschen aus. Aber ich wollte mir jetzt auch nicht extra so eine professionelle, weil ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit ihr was seht. Ich wollte mir jetzt auch nicht so eine professionelle Drahtschneideschnäre holen, extra deswegen. Die sind recht teuer. Gut. Jetzt muss ich natürlich erstmal den Draht unten befestigen. Verdrehe ich die Schraube mal ein bisschen weiter raus, dann geht das einfacher. Alles im Allen hat man bei hier genug Platz. Also eigentlich ist das recht angenehm. Und ich muss die Schraube oben befestigen. So, das war es eigentlich schon. Jetzt können wir den Draht noch ein bisschen ausrichten, wie eben gesagt. Das mache ich jetzt hier mit meinem Schlitzschraubenzieher und dann zeige ich euch gleich auch mal eben kurz das Ergebnis. Generell, ihr müsst nicht so festwickeln, ja, also lieber locker. Gibt meistens ein gutes Ergebnis. Ist natürlich immer schwer zu beschreiben, was jetzt fest und was locker ist. Also so, dass man das Röhrchen auch noch da drin drehen kann. Das ist auch dann gerade hilfreich, wenn ihr zum Beispiel nochmal Hotspots habt und nochmal ja, diese beseitigen wollt, dann könnt ihr das Röhrchen so ein bisschen da drin drehen. Ihr seht, das steht auch so ein bisschen ab. Das werde ich jetzt gleich noch ein bisschen anpassen, aber so passt das dann von der Wicklung. So. Drücke ich hier noch ein bisschen ran. Das Schöne bei dem 030er. Den kann man dann noch so ein bisschen biegen. Generell sind jetzt hier Ohrringe dran. Ich zweckentfremde mal wieder den Labello, den ich irgendwann meiner Frau geklaut habe. Und gebe dem mal so ein bisschen Fett. Damit ich den Tank auch hinterher wieder sauber runterkriege. Solltet ihr mal machen. Ich hatte ihn jetzt eben gereinigt, das heißt, er ist jetzt wieder so recht frettfrei. Dann habt ihr es einfacher, wenn ihr da mal den Tank runter machen wollt. Ja, der wird einfach übergestülpt. Da sollte man immer versuchen, möglichst gerade zu bleiben. Wenn ihr da so ein bisschen verkantet, könnte es passieren, dass ihr euch Ecken oder halt Kratzer reinmacht von innen. Das sieht dann immer ein bisschen unschön aus. Und ja, jetzt können wir mal gucken, dass wir den mal befeuern. Auf den Akkuträger.
Das ist natürlich jetzt trocken. Ja, sehe ich schon direkt Hotspot. Machen wir jetzt mal ein bisschen Liquid drauf. Heute ist mal Erdbeer-Rhabarber dran. Sehr, sehr lecker. Rhabarber-Aroma gibt es von, oh, wie heißen sie? Herlan, genau. So, sieht schon mal ein bisschen besser aus. Haben wir immer noch einen Hotspot da oben. Was ich jetzt mache, ist die sogenannte Pulsoxidation. Also ich gebe immer ein bisschen drauf, schiebe dann die, den Draht hier so ein bisschen durch die Gegend und hoffe dann, dass ich damit nach und nach eine Oxidschicht aufbringe und das funktioniert. Ja gut, das Röllchen ist jetzt ein bisschen gebraucht. Funktioniert dann in der Regel ganz gut. So, ja, fängt schon an zu brennen. Also wenn ihr da Probleme habt, nicht aufgeben, immer wieder versuchen. Irgendwann schafft ihr es und alle Bindungen glühen gleichmäßig. Das ist das Ziel des Ganzen. So, jetzt haben wir es geschafft. Machen wir mal eben auf groß. Gut, also wir haben jetzt hier die Windung. Wie ihr seht, glüht diese jetzt gleichmäßig auf. Ist noch nicht ganz perfekt, normalerweise sollte es von innen anfangen zu glühen. Aber ich sag mal, das reicht. Das wird dann das Eindampfen der Wicklung. Wird da den Rest besorgen. Das geht so entsprechend. Gut. Ja, wir haben zwei Öffnungen. Das macht das Befüllen natürlich jetzt recht einfach. Ein paar Fläschchen ansetzen und einmal volllaufen lassen. Man hört direkt, wie es zischt. Das Edelstahl heizt sich eigentlich immer ganz gut auf. Gibt die Hitze dann aber auch im unteren Bereich an das Liquid weiter, was, wenn man ein bisschen länger dampft oder dauerdampft, natürlich auch einen besseren Liquidfluss zur Folge hat. Weil je wärmer das Liquid, umso dünner wird es. Das kommt gerade bei mir, sag ich mal, ein bisschen entgegen, weil ich vorgelastige Liquids einsetze. Und die sind, wenn es zum Beispiel kalt sind oder so, natürlich ein bisschen zähflüssiger. Gut. Den O-Ring, den oberen hier, der ist, wenn man den geliefert bekommt, mal eben zeigen. Dieser Oberring ist normalerweise nicht drauf, sind so ein paar Ohrringe mit dabei in dem Tütchen. Die kann man natürlich jetzt dazu verwenden, hier ein bisschen auszugleichen, auch die Höhe der Kappe bzw. damit auch die Position des Luftloches, weil natürlich das Luftloch sollte vor der Wicklung sitzen. Wenn, auch wenn die Topcap zu ist, könnt ihr euch da orientieren, da wo das Seil oder der Docht runterkommt, dort sollte das Luftloch dann hinterher sitzen. So, da sind wir wieder. Ja. Dampfen wir erstmal. Oder? Ja, also geschmacklich. Durch die kleine Dampferkammer kommt das Aroma wirklich sehr, sehr gut rüber. Ich finde auch die Dampfmenge sehr, sehr gut. Der Dampf ist ein bisschen warm, aber noch nicht heiß. Das könnt ihr natürlich auch über das Drip-Tip entsprechend regulieren. Apropos Drip-Tip, ich muss mal da das Pileus drauf machen, weil das sieht... mal eben suchen, wo ich es hin habe. Da ist es. Das sieht wirklich dann nochmal eine Nummer geiler aus. Damit hatte ich es auch die ganze Zeit, weil dann kriegen wir diese Christbaumform, die der Verdampfer an sich schon hat, setzt sich dann oben auch nochmal mit den Rillen am Drip-Tip fort. Das sieht doch affenscharf aus, oder? Sehr schöne Kombi.
Gut, weiter geht's. Geschmack kommt sehr gut rüber durch die kleine Kamera. Das Luftloch könnte man ein bisschen schöner bohren. Beeinträchtigt jetzt nicht die Funktion. Ist ja auch kein wirklich sehr, sehr teures Gerät, aber da sollte der Hersteller mal sich einen vernünftigen Senker noch holen und die auch dann nachbearbeiten. Ja, wenn ich mir das Loch irgendwann größer bohren würde, würde auch die Air Control Sinn machen. Macht sie aktuell für mich noch nicht, weil der Zug ist gerade noch so erträglich. Viel schwerer möchte ich mir den nicht machen. Wenn ich das jetzt natürlich dann zumache, das Loch weiter, komme ich dann in den Bereich, der mir da nicht mehr gefällt. Ja, bestellen hatte ich ja schon gesagt, wo man es herbekommt. Ich hatte das jetzt bei www.eti.cz bestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Generaldistributor sind. Ich hatte den aber auch noch woanders nicht gesehen. Also für Europa auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Und den Link dazu setze ich aber auch noch unter das Video. Und ja, dampfen wir nochmal. Schön. Ja, ich muss sagen, wirklich gut. Also, ich meine, ist einiges gerade auch auf dem Markt unterwegs, gerade mit Siebverdampfern. Habt ihr gesehen, es gab den The Ring. Dann auch noch sehr schön von Doc Dave, die Turbine. Aber auch das hier, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Gerät. Und man sollte nicht unbedingt immer nur Richtung Faserverdampfer gucken, also auch mal vielleicht im Siebverdampferbereich, wenn ihr bis jetzt nur mit Faser gewickelt habt, euch mal ranwagen. Ich finde, das lohnt sich. Das war es auch heute erstmal von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann macht doch einen Daumen hoch. Wenn ihr noch keine Abonnenten seid, geht auf Abonnieren und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Eure Dampfwolke. Tschüss.